Und damit sage ich herzlich willkommen zurück zu unserem verkorksten Sommerausflug. Hallo Buran, hallo Skyhawk, hallo Swissly. Ich habe direkt ein Tracking auf dem Hallo. Gesicht. Da vorne muss irgendwas sein. Ja, hört man ja schon. Ja, ich sehe ihn. Soll ich ihm einen mitgeben? Ja. Oh, falsche Waffe. Entschuldigung. Ja, er hat's gehört. Es sind Zweier. Dreier. Es sind Dreier. Ach komm jetzt, Vierer. Fehler wurden begangen. Sorry, ich sollte mich noch... Ja. Gut, alle vier tot, wir leben noch. Passt. Hab auch nur 60 Schaden bekommen. Ja, der Schaden war jetzt nicht ohne. Aber natürlich, wenn man vorrennt, weißt du, ich meine, wenn man Schnauze voll hat. Wenn es wieder mal zu lange dauert. Klebstoffschnüffler. Allesamt Klebstoffschnüffler. Oh, voll. Mein Arzt hat gesagt, das ist ein Antiallergikum. Ja, macht vor allen Dingen die Nase frei. Später dann noch das Hirn. Die Mengen, die wir hier an Kleber kriegen, gehen wirklich auf keine Kuhhaut. Tor? Yes, sir. Ja. Ja. Hier vorne sieht es nach Nachricht aus. Mission aus. Die Dose. Ja. Roland, are you home? Mission abgeschlossen. Wow. Ja, weil wir nämlich die Anitas Nachricht an Roland. Wir haben das Gewehr schon gefunden. Ich hoffe, wir haben auch jetzt die EP dafür bekommen. Bei mir hat's gezählt, ja. Ja, ich stand jetzt irgendwie auch daneben. Irgendwie hat er was bei mir angezeigt. Nein, wir waren zuerst in dem anderen Haus und normalerweise geben wir hierher, holt die Mission und geht dann ins andere Haus. Tut man das. Ach so. Hauptsache sie zählt. Ja. Jo. Genau. Ja, das heißt, den hätten wir. Richtig? Ja. Max Bum Max. Wo Bum Bum? Da drüben. Oh ja. Zwischen den grünen Fässern. Habe ich noch genug? Ja, habe ich. Was ist? Die Fässer gehen nicht, ne? Nope, die sind grün. Die sind leer. Links rum oder rechts rum? Ich will jetzt zu diesem Gebäude hier gehen. Eben links rum oder rechts rum? Mir wurscht. Gehen wir zur 2. Und dann rüber machen wir Zickzack. Ja. Okay. Aber Loot sollten wir nicht liegen lassen. Wo ist hier Loot? Ja, eben bei den Häusern ist meistens Loot, oder? Ja, genau. Irgendwas ist ja immer. So, Sniper sieht noch nichts. Ui, da brennt ein Auto. Verlassen Anglersteg, ja. Ich sehe aber nichts, was sich bewegt. Gut. Außer den Toten hier. Da lag noch ein Mech.
buns at the bakery too. Don't forget to use your field radio if you... Funkempfang. Der Empfang ist irgendwas schlecht, stört ja. Gewaltig, sagt sie. Ja. Hier was drin? Gewaltig. Ja. Da hängt ein grüner Rucksack in der Ecke. Ja. Danke. Zwei Kisten. Und eine Kiste, ja. Ich geh mal unten schauen. Ja, komm mit. Fang rechts an. Ist ja nur ein Häuschen. Da zwei. Wappensky. Da ist ein Boot auf dem Wasser, das sieht so aus, als könnte da was drin sein, aber da habe ich eigentlich irgendwie keinen Bock, mir die Füße nass zu machen. Hier sind in der hinteren zwei Kisten. Okay. Also hier auf jeden Fall, hier unten am Strand liegt auch was. Hier liegen Koffer. Und Taschen. Ja, und wieder eine Taschenlampe. Okay. Zur Abwechslung ein Arbeiter, der hier liegt. Oh geil, ein Raketenwerfer. Was? Ja, Spaß. Nix hat's gegeben. Außer das Übliche. So. Das wäre ein Ding, ne? Ja. Ein Stinger. Okay, gehen wir zur 3. Nicht zur 2? Ich direkt... hab die 2 gerade neu gesetzt. Ja. Also erst egal, zur 3. Erst zur 2 ja. Und dann zur 3, würde ich sagen, oder? Achtung! Würde... Was? Da vorne ist etwas aufgetaucht. Relay-Antenne. Oh, da bewegt sich auch 1, 2, 3, 4 mindestens bei dem blauen LKW. Tor. Ja. In Richtung darum Westen. Ja. Tor. Yes, sir. Schau dir die Antenne genau an. Ist da die Antenne die bei? Das, was blinkt. Ja. Sehe ich. Die hat 2 Behälter, orangene. Ja. Schaffst du die? Könnte, ja. Jetzt? Ja, wenn. Feuer frei. Ich würde mich hinlegen, oder? Da kommt was. Also ich bin der Meinung, ich treffe sie. Ich weiß, dass er dich auf jeden Fall trifft. Geschichte. So, ich versuche das nochmal mit den orangen Dingern. Warte kurz. Gut, vielleicht ist es auch zu weit weg noch für die Munition. Dafür kommen sie ja gleich näher. Okay, jetzt können wir auch hingehen. Jetzt ist nein, da ist doch, da sind noch 2. Einer. Noch mehr? Ja. Ja, ja. Sehr gut. Und noch einer. Genau, leg dich mir vor die Füße. Knie nieder. Also ich will ja nix, aber die Munition macht da gar nichts an den orangen Dingern. Okay, dann gehen wir mal näher hin. Hast du den
Aufpassen, der explodiert. Nice. I'm hearing you a lot clearer now. It was really choppy before. Hast du Schaden kassiert? Ja, ich bin gestorben. Echt? Ja, dann reicht die Munition nicht für diese Entfernung. Wahrscheinlich, weil sie sich das gedreht hat. Gehen wir jetzt zu 3? Jawohl, zu 3, jawohl. Sag mal, waren wir da vorne bei diesen Autos? Nein, noch nicht. Da steht aber auch kein Mech. Bist du dir sicher? Ich habe gerade über die Straße geguckt und war mir sehr sicher, dass da keiner steht. Also gehen wir von der Autoseite daran. Da ist wieder eine Waffe im Kofferraum. Was? Ja. Sieht aber auch mitgenommen aus. Experimentell? Ja, mindestens. Grauer Mist. Oder eine andere Spitze. Genau, schießt diese Mäuser. Mauser. Das ist ein Bunker. Was? Wo? Moment. Die drei. Schleichen oder rennen? Ah ja. Kannst rennen. Genau. Oh, wie süß. Aber hier ist nichts. Nö, es ist nur ein schicker Bunker. Kein Einstieg? Okay. Okay, dann über die Brücke. Und jetzt zur 3. Das gehört ja auch noch zum Bunker. Hier ist sogar eine Tür, die du nicht öffnen kannst. Wieso? Ja, weil die Bunkertüren sich nicht öffnen lassen, offensichtlich. Ja. Die sind total verkriegsknaddelt, schau. Die kannst du noch nicht mal knacken. Aber hier vorne, das ist natürlich mal ein, das ist natürlich mal ein Ofenrohr zum Ausschießen. Mhm. Dafür liegt auf der anderen Seite ein toter Soldat. Was? Wo? Ja, ja, hier bei dem... Hier, ja. Genau. Ah. Hier war deine Schießscharte. Ist jetzt zu? Wahrscheinlich als Schutt, na klar, logisch, für die Brücke. Wenn das hier nicht so bewachsen ist, dann kann man damit die Brücke super verteidigen. Ein Schuss und der ganze Wald ist weg. Kommt drauf an, was drin für ein Geschütz ist. Das wir machen den Weg frei Prinzip. Also ich sehe rechts einen Bootsanleger oder sowas. Pontons. Autos, die im Wasser liegen. LKWs. Ich sehe auf jeden Fall viele, viele rote Lichter. Ja, und ich sehe euch schon wieder vor mir. Ja, gut, ich komme hinterher. Nee, ich bin bloß bis auf die Brücke gerannt. Und hier warten wir erst einmal. Ich möchte mal schnell was schauen. Was ist hier unter der Brücke? Siehst du, da habe ich auch noch nie geschaut. Ist da was? Viel nix. Viel nix, aber dafür ein schöner Durchgang. Ja. Hat ja auch was. Aber nichts zum Mitnehmen. Mhm. So, bis Ende der Brücke sehe ich noch keine Probleme. Mhm. Oh, hier ein Polizeiauto. Benzin. Gott, ich glaube, bei dem, was ich heute an Benzin gesammelt habe, kann ich eine Tankstelle aufmachen. Wer braucht denn noch das Zielfernrohr 1 bis 4 für Gewehre? Hab's auch eins gelootet. Hab auch eins gelootet. Hab auch eins gelootet. Ja. Oh ja. Viermal Waffen, einem Sammelgegenstand und Pläne. Hey, schau mal, Niederlande. Ich liebe Klischees. Aber der hat S hinten drauf, nicht NL. You still don't see any people around. Really?
Nein, wir sehen immer noch keine Leute, außer die drei, die hier rumrennen. Wieso ein L? NL. Netherlands. Genau. Aber weißt du, warum die Holländer gelbes Kennzeichen mit schwarzer Schrift haben? Scheiße! Ich brenne. Was? Nö, wüsste ich nicht. Nicht mehr, aber ich habe gerade gebrannt. Ich bin durchs Feuer gerannt und plötzlich ging ich in Flammen auf. Dann überleg mal, wie Blinde gekennzeichnet werden. Weil schwarze ja, okay. Punkte auf dem gelben Untergrund, ne? Aha. Naja, du triffst ja nicht viele Holländer, ne? Ich brenne auch. Siehst du? Da ist eine Lupe. Ich sehe sie. Und da auf der Straße sind wieder zwei Hundis. Sollen wir die erstmal abfrühstücken? Weil was weg ist, ist weg. Drei Hundis. Ein paar Hundis, ja. Okay. Aber der hintere scheint zu weit weg zu sein. Jetzt rennt er weg. Ja. Kommt aber wieder. Okay, der hintere ist wirklich zu weit. Er kommt. Das war's. Gut geschossen, Jungs. Ja, und der zweite ist auch da. Und alle zwei noch. Achtung, einer ist links. Inklusive der Autos. Gewesen. Gut. Boah, was ist der? Wer hat denn der, wer hat denn von euch hier eine Kinder-Pershing? Hä? Das hat ja jedes Mal gerumst, ey, wenn die umgefallen sind. Meine ist... Ja, ich habe oben den Tank erwischt. Ich schieße mich langsam drauf ein, glaube ich. Ah, alles klar. Könnte so sein. Mhm. Da hinten sind schon wieder die nächsten Autos, die in einer prekären Lage sind. Gehen wir erstmal zur Lupe. Jawohl, ja. Lupe, jawohl. Weil das Städtchen da sieht ein bisschen größer aus. So. Ja, aber vorher einmal alle heilen, bitte. Oh, das gibt's nicht, ich brenne schon wieder. Ja, du brennst halt für deine Aufgabe, ne? Ja, aber wie? Aber eigentlich ja nicht so stark. Liegt am Alkohol. Ist brennbar. Trinke ich bis jetzt gar nicht. Du wirst, ich erlebe dieses Abenteuer nüchtern. Okay. Was wirklich? Das sind auch die Restmengen vom letzten Mal. Autsch. Ja. Naja, ganz so schlimm war es nicht. Doch, es war schlimm. So, ich sehe ja, hier Gepäck. Gepäck. Halten und öffnen. Okay, also als erstes mal auf eine andere Wumme wechseln. Bereit? Jo. Nee. Bitte lass mich noch fertig looten, schnell. Das Angebot hier ist schier überwältigend. Hockt der mit dem Hintern auf diesem Ding drauf. Fertig? Jo. 3, 2, 1. Überraschung. Feuer! 3, 2, 1. Oh. What? A dead person? No! How did these... Ich mach hier draußen zu, wa?
Ja. Oh, nee. Süß, wie sie das sagt. Baseballschläger? Wer braucht denn sowas? Zerlegen. Wie sind die hier reingekommen? Wieso sind diese Viecher hier reingekommen? Na, weil irgend so ein Typ aufgemacht hat, du weißt doch, so ein Unbedarfter. Ich muss hier raus. Dunkel. Ja. Ei. Ich wechsle mal gerade auf eine Waffe. Mit Reichweite, weil das ein Spinnenviecher ist gewesen. Schalldämpfer, Bronze, Forschungsauftrag abgeschlossen. Keine Ahnung, ging zu schnell wieder weg, um den weiteren Text zu lesen. Okay. Mach wieder auf. Jo. Das klingt nach Tick. Genau. Die Kinder-Pershing, das ist doch das Beste. Jetzt, Leute. Ja. So, Moment. Macht mal alle euer Licht aus. That can't be. Where did they all go? Krass, hä? Fuck, ist ja. Das dunkel. Das ist hart, ja. Hart, härter. Eber, härter. Hey, Lagerstation. Ja, ist ein Unterschlupf, hä? Sehr schön, dann kann ich jetzt erstmal mich leer machen. Recyclingstation ist auch da. Noch besser. Darf ich, wie es gefordert ist, den Strom einschalten? Darf ich das machen? Nein, ist doch eigentlich egal, oder? Wer das jetzt macht. Ja. Ja, dann mach doch. Aber dann können wir schöner arbeiten. Herrlich, wenn wir jetzt hier noch irgendwo duschen und auf den Topf können, dann ist perfekt. Topf ist gehetzen. Und dann kommt sie noch, dann passt's. Ah, hier sind die Schlafräume, hier geht's. Das sind Doppelstockbetten. Aber es ist nicht so schlimm. Sicher. Klar. Du weißt doch, in Schweden Bossen. Sind Spezialbetten angesagt. Wieso Spezialbetten? Hier ist ein Computer. Ich schätze mal, den sollte sich Thor bei Gelegenheit mal anschauen. Jo, ja. Aber in der nächsten Folge. Ich sage danke fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und Abo und Like nicht vergessen. Über einen Comment freuen wir uns. Macht's gut, ciao. Bye, bye. Tschüss.